Hallo und herzlich willkommen zu zu einem wundervollen neuen Part von Let's Play Rogue Company. Ich muss nur noch kurz was überprüfen. Ja, okay. Okay. Tja, heute machen wir es ein bisschen anders als sonst. Also es ist nicht viel anders, aber so ein bisschen was. Damit ihr wisst, wo wir hier gerade sind. Gestern ist rausgekommen, dass es Rogue Company auch auf Steam zum Downloaden gibt. Und ja, ich habe es mir auch geholt. Und auf Steam gedownloadet. Und rein zufälligerweise sind gerade die Epic Games Server down. Also da kann ich mich gerade nicht mit meinem Konto anmelden. Und ja, glücklicherweise kann ich jetzt über Steam spielen. Yay! Ja. Rogue Company gibt es jetzt auch auf Steam. Ist, denke ich, ganz interessant. Also, ob es dem Spiel hilft. Ja, ich weiß ja nicht. Was war das denn? Oh nein. Oh oui. Okay, rein. Nein, so knapp. Okay, wo ist der Sensor? Da ist der Sensor. Okay. Und jetzt ist er weg. Oh, nice. Und da sind Gegner. Das ist nicht nice. Ja, Rogue Company auf Steam. Yay. Also ich denke schon, dass es dem Spiel helfen wird. Vor allem weil Steam, wo ist der Sensor? Da ist der Sensor. Das war der Sensor und wir müssen zum nächsten Hill. Steam, ja. Steam hat, denke ich, eine größere Reichweite als, als Epic Games. Obwohl Epic Games natürlich auch den Vorteil hat, Fortnite inne gehabt zu haben. Und die Fortnite Community war natürlich ein denke ich auch so ein etwas größerer Push auch für Rogue Company teilweise, weil eben wegen bleib hier eben wegen Fortnite, weil jetzt die Spiele ja es sind beides Third-Person-Shooter. Fortnite ist ein Third-Person-Shooter, Rogue Company ist ein Third-Person-Shooter. So. Es wird schon geholfen haben, jetzt nicht, es wird jetzt nicht so elementar gewesen sein, aber dann doch schon ein bisschen. So, komm nur raus. So, hallo. Die gönne ich mir mal. Und rein. Ich kann nicht holen. Nice. Sensor, wo war der Sensor? Nee. Oh, Leute, was macht ihr denn? Der ist da oben. Oh, hi.
Gut, den in der Ecke da oben, den werden sie wahrscheinlich nicht so leicht sehen. Auf zum letzten Hill. Oh nee! Ach Gott, ich kann nichts. Ich meine, das war Steam, das lag jetzt an Steam, ja. Das war nicht meine eigene Unfähigkeit. Nein, was? Eigene Unfähigkeit, das sowas habe ich nicht. Ich bin der übelste Pro. Gib mir meinen C4 wieder. Als ob da waren zwei. Ungut. Nein, aber ich denke, dass es auch viele Leute gibt, die mehr auf Steam unterwegs sind als auf anderen Seiten, kann man Seiten sagen? So, einer. Nein. Ey, es ist nicht euer Ernst. Weg, 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 weg. Wo war das Teil? Shit. Das brauche ich. Dann will ich als erstes mal den Sensor zerstören. Muss ich aber jetzt nicht mal mehr, weil der sowieso schon weg war. Nice. Okay. Ja, es gibt auf jeden Fall eine Menge Leute, die eher auf Steam unterwegs sind als auf Epic Games. Und ja, auf Steam gibt es auch noch die Challenges. Ah ja. Ja. Die Challenges, die es hier im Spiel gibt, also so diese die man einmal machen kann, die man unter dem Profilslot findet, das sind jetzt auch richtige Steam, also richtige Steam Challenges. Oh lol, moin. Einer. Ich hole dich, ganz ruhig. Dafür gehört die mir. Aber mir, nein, die wollte ich haben. Oh. Ja, zumachen, schön zumachen. Oh nee. Ja. So. Und den nächsten wiederbeleben. Ich habe gerade die, den konnte ich nicht holen. Die ist da hinten nämlich. Yep. So, deswegen konnte ich den jetzt gerade nicht holen. Nein, Feuer. War ja böse. War ja sehr böse. Feuer macht Aua. Okay, hier irgendwo ist ein Sensor. Oder auch nicht, oder zumindest nicht mehr. Die ist da hinten. Ja. Ich bin bei dir. Oh nee. Nee, du. Oh lol, die kommen. So.
Oh, schön. Nein, und jetzt habe ich keine Muni mehr, ey. Das kommt auch nicht mehr so häufig vor. Und schon gar nicht in, im hier. Im Deathmatch. Also hier ist es tatsächlich. Nein, da war eine Waffe. Also hier ist es tatsächlich eine Seltenheit. Und ich, ja gut, eigentlich ist es egal, mit was ich schieße. Ja, weg da. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh nee, die sind drin, die sind drinnen, die sind drinnen, die sind drinnen. Mein Gott, schieß doch! Und ich habe keine Money mehr. Oh wow. Ey, das mir im habe ich vorher Deathmatch gesagt? Ich meinte King of the Hill. Dass mir in King of the Hill mal die Munition ausgeht. Ganz ehrlich, das hätte ich mir so nicht vorgestellt. Es ist wirklich sehr interessant. Ne! Der Sack hat mich gesehen. Hä? Was? Ach, die hatte die Ding, die. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Was? Ach, Schwinde. Irgendwie. Naja. So, und ich hole ihn noch. Ach, komm schon. Ja, egal. Oh, wow. Das war eine ziemlich krasse Runde. Also, ja, 33 Eliminierungen, 13 Wiederbelebungen. Also, ich würde sagen, eine Top 10-Runde, oder? Ja. Ja, doch, das kann sich schon sehen lassen. Gut, Freunde. Ja, Rogue Company auf Steam. Lasst mich wissen, was ihr davon hält. So. Ja. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Like da, abonniert meinen Kanal, teilt das Video und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Mich würde es sehr, sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.